So, hallo Leute und herzlich willkommen zu Disorientation. Also keine Orientierung. Glaube ich, heißt das so. Ich weiß nicht, aber wir werden es gleich sehen. Wir werden es herausfinden. Und es ist auch das zweite Mal jetzt, wo ich versuche, das erste Mal, wo ich versuche, Aufnahme. Ich bin so ein Idiot, warte kurz. Ab jetzt hat das Video einen Ton. Meine Aufnahme. Das erste Mal, wo ich das. Alter, es ist. Diese Maus zeigen, warte mal. Es ist das erste Mal, wo ich das versuche. Ich hoffe, es geht einigermaßen fit jetzt. Aber ja, wir werden jetzt mal gucken, wie das. Wie der Lachs lebt hier. Ich habe vorhin ein paar Tests gemacht. Eigentlich soll das gehen. Ich hoffe auch, dass man meine Maus, respektive meine Tastatur vor allem nicht so gut hört. Ja. Hä? Ja, interesting auf jeden Fall. Oh nee, das ist so ein Spiel. Wie Lara Sophia. So ein bisschen. Ich mag solche Spiele eigentlich nicht. Is anybody there? Okay, das ist strange. Diese Musik hatten wir doch schon beim einen Horrorspiel. Well, this sucks. Das hatten wir doch. Wow. Ich muss. Cooles Game bist du. Jetzt sind die weg. Was muss ich denn jetzt machen, Alter? Kann ich da. Nee. Vielleicht hier irgendwas? Ja, ich gehe mal zurück, ich meine. Ja. Cool Spiel, Misano. Oh Gott. Okay, hier kann ich nicht. What? Das war jetzt auch extrem gruselig. Kann ich hier runter? I think I have no choice. So, let's go. Ah, okay, wir müssen jetzt wirklich runter. Oh. Pretty dark in here. Kennt ihr dieses Spiel, wo dann von der Seite so Pappsticker aufploppt an den Wänden und dich erschrecken? Ich glaube, das ist auch sowas. Es ist so nicht so eine Jumpscare-Hölle halt. Es ist nicht wirklich gruselig, aber so eine. Ja, halt einfach Jumpscares. Kann es sein, dass wir gerade runtergehen die ganze Zeit? Ne, keine Ahnung, ich glaube schon. Hm? Was ist hier? Alles, keine Ahnung. Wow. Genau sowas meine ich. Wetten, das ist einfach so ein Spiel durchgehen. It's locked. Oh. Das ist nicht so geil. Ah, wir müssen zurück. Hallo, da ist nichts da. Ja, auch nicht mehr so gutes Licht wie am Anfang. Oh, hallo. Wollte nicht stören, weißt du? Boah, der Kopf dreht sich ja mit. Hat pretty creepy in here, hä? Wo sind wir hier eigentlich? In der Kanalisation oder so? Dann ging ja diesen Gullideckel runter. Interesting auf jeden Fall. Oh Gott. Okay. Okay, wir sind jetzt hier rausgekommen. Und sind jetzt hier. Ja, lol, Bruder, wo muss ich denn hin? Ich kann mich nicht mehr bewegen, Leute. Und
It was only a dream. Haben wir denn wieder ein Apartment, Alter? Ist ja... Warte mal. Das sieht mir mehr aus wie so ein Krankenhaus. Naja, egal. Komischerweise war vorhin auch gerade kurz, da ich dir das Aufnahmezeug überlastet irgendwie. Aber nur kurz, also. Alter, das. Halt ja extrem. Okay, wir brauchen scheinbar ein Schlüssel. Und. Ah, hier ist er auch schon. So, das war jetzt einfach. Und haben wir es geschafft? Nee. Oh, jetzt sind die genau gleiche Raum nochmal. Ich kann nicht raus. Okay. Wow. Ist das wieder aufgehört? Was muss ich denn machen? Keine Ahnung, Leute. Ich glaube, das war schon das Spiel. Mach jetzt aus. Weil ich meine, es passiert hier nichts mehr. Und auch keine Musik mehr. Ja, dann war es das mit. Wie heißen diese Spiele immer? Ich weiß es nicht mehr. Warte, ich muss kurz wieder gucken. Disorientation, genau. Das war's mit Disorientation. Ich weiß nicht. Oh Gott. Was hier noch passieren sollte, ob hier überhaupt noch was passieren sollte, ich vermute nicht. Ja, schreibt in die Kommentare, wie ihr das Spiel fandet. Das ist, war jetzt nicht wirklich gut. Das hatte ja eigentlich nur, hatte kaum Jumpscares. Die Atmosphäre war so, so lala da. Naja, auf jeden Fall war es mit dieser Folge Disorientation. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.